Die Pumpe ist jetzt nur deshalb angelaufen, weil einfach vom Wassertank wird jetzt noch was nachgefüllt. Wenn jetzt die Maschine auf Festwasser angeschlossen ist, geht die Pumpe natürlich nicht an. Okay, das nur noch mal zur Info. So. Jetzt gucke ich, dass die Milch hier schön rotiert. Das ist wichtig. Jo. Jetzt hören wir auf. Aber hier ist auch wieder etwas grobporiger, also bei der Dallakorte war der Milchschaum besser. Brauche ich noch einen dritten Versuch. Also mit dem Milchschaum bin ich nicht so ganz zufrieden. Jetzt stelle ich hier einfach mal die Kesseltemperatur höher und dann gucken wir mal, was passiert. Ob ich dann ein besseres Ergebnis hinkriege. Müssen wir halt jetzt 2 Minuten warten und in der Zwischenzeit machen wir nochmal alles sauber und dass es hier keine Sauerei gibt. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. Jetzt die dritte Variante hier mit der Pro 800. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen rumgedümpelt, die ersten 2 Versuche. Und der Kesseldruck war einfach zu niedrig. Da kam kein gescheiter Dampf raus. Und deswegen ist das PID halt genial. Da kann ich das dann entsprechend meinen Bedürfnissen einstellen. Und jetzt kommt der dritte Versuch. Heißt ja so schön, alle guten Dinge sind 3. Zack. Hebel wieder ziehen, warten, bisschen warten. Entweder bis die ersten Tropfen kommen oder wenn nichts kommt, lässt man dann einfach den Hebel los. So, jetzt läuft's und jetzt gucke ich mal mit mehr Dampfbauer, wie sich das dann verändert. Und wie gesagt, bei einer Handhebelmaschine, wenn mir dann die Menge reicht, gebe ich das einfach auf die Seite. So, ha. Und natürlich immer einen Lappen dabei haben, dass man dann auch wieder sauber macht. So, jetzt schaut es schon besser aus. Jo. Und hier ist auch der Milchschaum schon ganz anders von der Konsistenz. Und jetzt gucken wir mal. Dritter und letzter Versuch. Jo, also. Perfekt, so schaut es doch besser aus und das ist halt genau der Vorteil von so einem PID. PID kommt ja aus der Mess- und Rätseltechnik. Die 3 Buchstaben stehen für Proportional, Integral, Differential. Will eigentlich gar niemand wissen, aber wichtig ist, dass ich halt die Kesseltemperatur einstellen kann, digital einstellen kann, entsprechend meinen Bedürfnissen und meinem Geschmack. Jo, testen wir noch den Espresso. Riecht gut, angenehm. Ah, voller Körper, nussig, schokoladig, cool. Also aus Handhebelmaschinen extrahiere ich sehr gern, weil die einfach ja, geniales Extraktionsergebnis liefern. Und man muss halt ein bisschen aufpassen mit dem Hebel und so weiter. Wie gesagt, kein Blindsieb verwenden zum Rückspülen und nicht gerade so. Mit dem Kinn jetzt über dem Hebel immer ein bisschen seitlich hinstellen und ansonsten ist das ein obergeiles Gerät. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.